Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo über Quellenangaben. Die formalen Vorgaben hier beziehen sich auf die Kantonsschule Wettingen. Dieses Video soll möglichst kurz sein und nur das Wichtigste, das Wesentliche hier zeigen, vor allem hier, wie das in Word gehandhabt wird. Schauen Sie unbedingt im Aetna-Skript, im PU-Skript oder im Leitfaden Maturarbeit nach, wie das konkret funktioniert und auch bei mehreren Quellen oder mit Spezialfällen, denen Sie sich auch begegnen würden. Aber so als Einstieg oder Übersicht hoffe ich, ist dieses Video lehrreich. Das ist so eine Beispielarbeit, wie sie dann bei Ihnen ausschaut. Also bei Ihnen hoffentlich etwas umfangreicher und professioneller. Da Titel, Projektarbeit und in Einleitung, nicht nur hier, aber oftmals in diesem Kapitel, wird sehr viel Fachliteratur wiedergegeben und diese müssen mit Quellenangaben ausgewiesen werden. Das ist sehr wichtig. Alles Fremdwissen müssen Sie angeben, woher es kommt. Zum einen dürfen Sie sich nicht mit fremden Fehlern schmücken. Wenn Sie die ganz weglassen, gilt Ihre Arbeit als Plagiat, das heißt eine widerrechtliche Kopie, und das gibt einen großen Ärger, bis dass die Arbeit nicht anerkannt wird. Wenn Sie das nicht korrekt machen, gibt es dann einen Notenabzug, was ein Schade wäre. Und, wir halten uns hier an diese Vorgaben, die Sie wie gesagt nachlesen können. Hier beginnt mein Text, das ist jetzt nicht sehr große Wissenschaft dahinter, einfach als Beispiel, Wasserflöhe haben ein Herz, das habe ich nicht selber herausgefunden, wenn das Teil meiner Arbeit wäre und meine Studien hätten das selbst gezeigt, dann braucht es keine Quellenangaben, weil das steht dann in der Arbeit drin, dass ich das entdeckt habe. Das ist aber hier offensichtlich nicht der Fall, das habe ich irgendwo gelesen. Falls Sie das wissen, einfach so, dann ist das gut, aber für Ihre Arbeit schauen Sie dann bei einer seriösen Quelle nach, wo jemand das geschrieben hat, und geben Sie diese Organisation der Person als Quelle an. Es ist wichtig, dass Sie möglichst viele und auch unterschiedliche und seriöse Quellen angeben. Das ist ein Maß für die Qualität Ihrer Arbeit. Das heißt, je bessere und je vielfältigere Quellen Sie verwenden und je genauer Sie es hier im Text angeben, desto höher wird dann auch Ihre Note sein oder auch die Arbeit ist dann wichtiger und hat ein höheres Gewicht auch in der unter Fachkolleginnen. Okay, beginnen wir. Es gibt nach den Vorgaben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Quelle in Klammer zu schreiben. Ich zeige Ihnen die andere, wie das mit dieser Fußnote funktioniert. Dazu gibt es in Word eine Funktion. Gehe hier oben auf Referenzen und habe hier Fußnote einfügen. Nicht die Endnote, die wäre am Ende des Dokuments. Wir gehen hierhin auf Fußnote einfügen. Und ganz wichtig, nicht von Hand hier in Word eine Zahl schreiben und das hochstellen, sondern einfach hier draufklicken. Ich bin hier sofort ans Ende der Seite gesprungen und hier gebe ich nun die Quelle an. Das heißt, ich gebe hier an, wo ich das mit dem Herz und den Wasserflöhen gelesen habe. Das wäre jetzt in meinem Fall von einem Buch mit zwei Autoren. Ich gebe den Nachnamen des Erstautoren, das wäre ein Herr Streble gewesen. Dann den zweiten Autor nach dieses kaufmännische Unzeichen, das wäre hier ein Herr Krauter. Dann ein Komma, dann das Jahr, wann das Buch publiziert wurde, 2010 in meinem Fall, und die Seite, wo im Buch ich das gelesen habe, Seite 99 als Beispiel. Das sind alle Angaben, die hier hinkommen. Ich gehe wieder nach oben und klicke hier hin. Das ist hier eine kleine 1 erschienen und unten sehen wir, ist die betreffende Quelle. Das kann man nachschauen, woher ist diese Information. Ich mache ein zweites Beispiel, viele Fische fressen Wasserflöhe. Das wäre aus einer anderen Quelle. Ich gehe wieder hinter den Punkt, das ist so die Idee, dass dann der ganze Satz gemeint ist. Wenn es nur über die Fische ginge, dann würde hier diese Fußnote hereinkommen. Versuchen Sie, die Zahl hier so präzise wie möglich bei der Aussage zu setzen. Gleicher Ort, Referenzen, Fußnote einfügen. Sie sehen, es hat automatisch eine 2 gemacht. Wenn Sie das über diese automatische Funktion machen, können Sie nach den Text auch umschieben. Sie können auch hier etwas löschen und diese Zahlen, die passen immer überein. Es darf natürlich nicht sein, dass hier die 17 fehlt oder dass Sie zweimal die 18 haben, sondern lassen Sie Word das alles machen. Das habe ich jetzt von einer Webseite. Auch hier geben Sie den Autor an. Versuchen Sie das herauszufinden bei einem Blog oder so. Ist es meistens möglich. Wenn es nicht möglich ist und es mehrere Autoren hat, wie beispielsweise Wikipedia, gebe ich jetzt hier die Organisation an. Wikipedia kann man als Quelle angeben, wenn es im Übersichtstext ist, wie diese sehr, sehr allgemeine Aussage, dass Wasserflöhe von Fischen gefressen werden. Wikipedia sammelt aber sonst, also generiert sonst kein eigenes Wissen, sondern es hat im Wikipedia-Artikel selber so kleine Fußnoten. Und wenn Sie Wikipedia einen Text lesen, eine Aussage lesen, dann schauen Sie, woher Wikipedia das Wissen hat und geben Sie dann den Ort als Quelle an.
aber für uns mit diesem relativ Übersicht gebe ich das mal an. Wie gesagt, Autor, wenn wir es nicht wissen, die Organisation Wikipedia 2022, wo die Seite da zuletzt aktualisiert wurde. Das heißt, das ist hier, wo das geschrieben ist. Auch dies kann ich nachlesen. Gehe wieder nach oben und hier wurde automatisch die 2 erschienen. So geht es weiter. Sie schreiben Ihren Text, schieben den um, bearbeiten den und geben möglichst viele Quellen an, aus Internet, aus Büchern, aus Zeitungen. Das steht dann auch in diesen Leitfäden, wie das funktioniert, wenn Sie da noch andere Quellen haben, Videos oder was auch immer. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil das ist nur ein Teil von dem. Das hier nützt etwas, wenn ich denke, ui, das glaube ich jetzt nicht, dass Fische Wasservögel fressen, woher haben sie das? Dann kann ich nach unten gehen und sehen, das ist Wikipedia. Kann ich da nachschauen, woher haben sie das wirklich? Oder hier auf Seite 99 und dort nachlesen, ob das tatsächlich so der Fall wäre oder sie das falsch übernommen haben. Was es zusätzlich braucht bei jeder Arbeit, das wäre bei Ihnen jetzt nicht auf Seite 2, sondern je nachdem wie viel Sie geschrieben haben, auf Seite 30, auf Seite 70 oder vielleicht sogar auf Seite 110, wo dann das Quellenverzeichnis steht. Ich habe das bereits verfasst, da sind die gleichen Quellen nochmals, aber zum einen Ausführlicher und zum anderen nur einmal. Es kann sein, dass Sie aus diesem Buch nicht nur Seite 99 hier gebraucht haben, sondern später noch Seite 120 und dann noch Seite 130. Egal wie oft Sie dieses Buch verwendet haben, hier erscheint es genau einmal. Sie haben hoffentlich nicht nur ein Buch verwendet, sondern mehrere. Diese sortieren Sie alphabetisch, also Herr Strehle mit dem S käme dann wahrscheinlich nicht an erster Stelle von dieser Bücherliste. Hier hat es den Vorteil, dass es eine Übersicht gibt. Hier sehe ich, es wurde genau eine Website und genau ein Buch verwendet. Das wäre jetzt für eine Abschlussarbeit ziemlich schlecht, nur 2 Quellen zu verwenden. Das sollten mehr Quellen sein, damit man sieht, aus wie vielen Quellen Ihre Arbeit hier fungiert oder fußt. Das zweite ist, wenn ich mich fürs Thema interessiere, kann ich hier nachschauen, finde hier jetzt alles Quellen über Wasserflöhe und das kann mir nützen, wenn ich eine ähnliche Arbeit machen möchte. Und ich sehe auch, ja, mehr Angaben zum Buch hier, dass ich das tatsächlich finde, weil die beiden Autoren haben vielleicht noch mehr Bücher geschrieben, da reicht diese Angabe nicht aus. Aber mit diesen Angaben kann ich wirklich genau dieses Buch hier auch beziehen und dort selber lesen. Wir haben wieder den Autoren hier drin, jetzt aber noch mit dem Komma und dann erst Anfangsbuchstaben mit einem Punkt getrennt vom Vornamen. Auch beim Zweitautor ist das gleiche der Fall, wiederum das Jahr. Jetzt aber neu das Leben in Wassertropfen. Hier haben wir kursiv geschrieben den Titel der Arbeit, dann den Ort, wo der Verlag zu Hause ist, der nach dem Doppelpunkt folgt. Das wäre hier alles, was dazugehört. Bei der Website ist es ähnlich, wieder die Organisation, respektive die Autoren, falls bekannt, in Klammer das Jahr, auch hier der Titel der Website, also das ist die Seite Wasserflöhen Wikipedia, und hier etwas Neues, abgerufen am 24.08.2022, das ist, wenn ich auf dieser Seite war und Informationen gelesen habe, das dient dazu, dass man sieht, ja, wie aktuell sind die Informationen hier, kann sein, dass die Seite sich ändert, und wenn ich da in 10 Jahren diese Arbeit lese, dann sehe ich, aha, das war vor 10 Jahren abgerufen, es ist gut möglich, dass es diese Quelle inzwischen nicht mehr gibt oder sich verändert haben. Von und dann folgt die URL, das heißt hier jetzt die genaue Adresse, dass ich das kopieren kann und dann auf diese Seite gelange. Schauen Sie, dass es einheitlich ist. Sie können das als Link einsetzen, sodass es blau unterstrichen ist oder es hier als Text lassen. Seien Sie konsequent, das heißt bei allen Internetquellen entweder immer Link oder entweder immer so als Text lassen. Das ist sowieso wichtig, dass Sie sehr konsequent sind. Das heißt, überall das genau gleich machen, nicht einmal kursiv, einmal fett, sondern das sollte wirklich sehr, sehr übersichtlich und einheitlich sein und den Vorgaben in diesen 3 erwähnten Handouts folgen. Okay, war gar nicht so schlimm, hoffe ich. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Ihren Abschlussarbeiten.